Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Ich glaube, es hackt. Auf welcher Insel bitte sind wir denn hier gestrandet und gelandet? Wir werden gerade von einem Vogel attackiert. Ihr habt schon richtig gehört, von einem Vogel. Ich glaube, ich habe einen Vogel. Und der zerstört gerade unser Floß. Der bewirft uns da mit Steinen. Der da. Alter, ich schwöre. Warte nur. Den schieße ich ein zweites Arschloch. Ich schwör's. Entschuldigung, die Wortwahl, aber... Ich glaube, ich spinne. Wo ist er? Der holt sich sicher gerade wieder einen Stein. Der hat da demoliert da voll unser Floß. Den muss ich erschießen. Das hilft nichts. Da kommt er. Da fliegt er. Ich hoffe, ich erwische den. Wow. Okay, so sollte das nicht funktionieren. Für lauter zurückgehen. Alter. Was für ein Mistviech. Ich glaube, ich spinne. Bin gerade voll... Alter. Also mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich ihn von hier aus erwischen würde. Wahrscheinlich eh nicht wirklich. Ja, komm her. Keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Vielleicht holt er sich jetzt eh wieder einen Felsen, dann kann ich euch das zeigen. Der hat mich sogar zweimal getroffen. Der macht ungefähr gleich viel Damage wie so ein Hai. Ich glaube, das wird jetzt eh nichts, oder? War da gerade eine Ziege? Ich glaube, wir haben Glück. Das könnte jetzt echt eine Insel werden oder sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, ich höre gerade eine Ziege. Egal. Ich wollte jetzt sowieso mal, ich rüste jetzt mal mein Speer aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich da am vernünftigsten an Land komme. Ob es da drüben sein muss oder ob es da wirklich da herüben passt. Ich versuche mal mein Glück. Also hier hätten wir schon mal Erze. Ich habe halt die Hoffnung, dass ich von hier aus nach oben komme. Ja, schaut ganz gut aus. Alter. Schaut ganz gut aus. Dreck. Alter. Okay. Wir haben Schmutz gefunden. Wer hätte das gedacht? Dreckiges. Wow! Wildschwein? Im Ernst? Mami, hilf mir. Siehst du, der schmeißt mich mit Steinen an. Der hat überhaupt keine Erziehung genossen. Hoppala. Bist du jetzt bald einmal hin? Alter. Hier habe ich genug Pfeile. Jawohl. Okay. Also. Wow. Siehst du, da nimmt er so einen großen Felsen und versucht mich damit zu erschlagen. Das ist aber nicht freundlich. Das unterwische ich denn ja nie. Ich höre eine Ziege, eindeutig. Verdammt.
Ja, lass fallen. Feigling. Hat er schon weggeworfen? Normal noch nicht, ne? Au, siehst du, dann erwischt er mich. Na, hat sich das Schwein weg. Ist es jetzt verrottet, so schnell? Echt? Oh nee. Das fängt schon mal gut an. Und so kriegt man halt ständig aufs Maul hier. Habe ich noch genug Pfeile? 29, ich hoffe, das reicht. Aha, da hinten irgendwo. Oder da oben. Alter Schalter, ne? Ah, wir haben immerhin schon mal... Wow, Dreck gefunden. Boah, die Insel ist verdammt groß. Groß, groß, groß. Ja, wir haben schon mal Wildschwein gefunden, ne? Puh. Na gut. Das ist echt unschön. Ich konnte das Wildschwein jetzt nicht looten, weil es verwest scheinbar recht schnell. Oder der Ding hat sich's gekrallt. Das könnte auch sein. Ich will versuchen, hier hochzukommen. Vielleicht kann ich ihn dann von hier... Wow. Von da aus erledigen. Ja. Früchtekomplott. Au. Autsch. Rote Beeren. Ja, die kann man eh brauchen für unser Kompott. Mir ist nämlich wieder eingefallen, wofür man die roten Beeren brauchte. Au. Okay, eine Palme schützt mich da jetzt auch nicht wirklich. Aber den muss ich unbedingt erschießen da. Wo ist er? Da hinten. Das ist echt nicht super, ne? Wow. Ziege! Ja, hallo! Na du? Das freut mich nämlich sehr, dass wir jetzt endlich Schmutz gefunden haben. Das wäre jetzt echt schon mal gut. Wenn man diesen Drecksvogel da jetzt endlich mal besiegen könnte. Krutze, Düken, jetzt bin ich hin auch schon fast. Wow. Das ist nervig, echt. Na du. Und für das Tier, glaube ich, hier brauche ich einen Netzwerfer, oder? Jo. Den Netzwerfer habe ich jetzt nicht mit, ne? Nein. Mann, der Vogel nervt. Boah, der nervt wirklich. Kann ich irgendwann mal mit der Ruhe sitzen bleiben?
Ist auch zu ungenau, den zu treffen. Ja. Bin mir auch gar nicht sicher, ob man den überhaupt besiegen kann. Sowas Lästiges. Naja, okay. Wir haben jetzt schon mal Schmutz gefunden. Das ist ja schon mal was wert. Ich sollte das zum Forschertisch bringen, oder? Dann nachher nochmal wiederkommen mit dem Netzwerfer. Und unser Zieglein hier mitnehmen. Ne? Aber zuerst brauchen wir, meine ich, wow. Zuerst wäre es gut, wenn wir Dings gelöt hätten. Eine Wiese, ne? Weil das braucht das Kleine ja auch. Wo es essen kann. Hoffentlich laufen wir nicht noch einen Bär über den Weg, weil Bären soll es jetzt ja auch geben. Das wäre nicht so geil. Ich schaue mich hier nur kurz ein bisschen um. Was bist denn du ein... Okay. Wir haben zwei Tiere scheinbar, die wir haben könnten. Vielleicht machen die ja Eier, das schaut aus wie so ein Händel. Vielleicht kriegt man Eier gar nicht von der Möwe, wie ich es immer gedacht habe, sondern von den Viechern. War das Floß da herüben? Ich glaube, ne? Oh Gottchen, der Hai wird uns töten, wenn das weitergeht. So, ich rüste mal den Speer aus, in der Hoffnung, dass ich jetzt noch lebend zurückkomme. Wow, da gibt es viele Erze. Na, Stein, oder? Schrot auf jeden Fall. Wow. Ja, da drüben ist unser Flößchen, Gott sei Dank. Dürften Steine sein hier, ne? So, ein paar Meter noch. Dann schaue ich mal, ob ich uns eine Wiese basteln kann. Und dann, also hier werden wir mal ein bisschen verweilen, hier an dieser großen Insel. Ach, du Heilige. Das Viech, dieser Kondor oder was das sein soll, wird uns noch Nerven kosten. So, also Forschertisch. So, guten Tag. Ich hätte hier Schmutz zum Anbieten. Erforschen bitte. Eine Wiese können wir lernen. Und, was ist das? Sweepnet. For catching bugs. Ach so. Ja, siehst du, da haut uns schon wieder eine drauf, ne? Du Saufiech. Schon wieder hier, ne? Da macht mir auch mein ganzes Floß kaputt. Vielleicht kann ich ihn aber hier erschießen, das wäre auch nicht schlecht. Mistviech, elendiges. Gut, aber wir können jetzt Dinge bauen. Das heißt, ich könnte jetzt mal mit Schmutz, da fällt mir jetzt noch ein Schmutz. Nein! Oh Mann, ey, ich hoffe, das kann respawnen. Nix da mit der Wiese, ne? Ich muss ja nochmal rauf, in der Hoffnung, dass es vielleicht dann doch was gibt. Noch ein... Geh weg. Boah, der hat uns schon fast alles weggefressen hier. Die Batterie ist schon wieder leer? Mann, ey. Das rentiert sich halt echt nicht. Muss man schon sagen. Das rentiert sich nun wirklich nicht. So. So. Das ist besser echt, wenn man es mit einer Flasche bastelt und so per Hand gießt. Echt. Das ist lächerlich. So. Gut. Hätten wir das auch schon mal gelernt. Dann ist das scheinbar... Ich glaube, damit kann man Hasen fangen, tatsächlich. Das heißt, wir können Hasen auch mit auf die Insel nehmen. Also mit auf das Floß nehmen, so.
Das kriege ich hin, das könnte ich zusammenschustern, das könnte sich ausgehen, wollte ich sagen. Dann sammeln wir mal alles ein, was wir da so haben. Jetzt habe ich ihn schon wieder verpasst. So, ich brauche... Ja, Melone könnte ich mal wegessen. Tatsächlich. So, dann haben wir auch Platz. So, dann hier Clipper. Seetang hatte ich hier, ne? Ja, den brauche ich gerade. Den muss ich kurz schmelzen. So, blanke. Hier habe ich drinnen... Lasse ich das derweil. Den Schmutz muss ich auch noch irgendwo verstecken. Tausche ich gleich damit. Das Früchtekompott brauche ich nicht, das Rezept. Die Sämlinge kommen hier rein. So. Geh weg. Könntest du nicht die Möwen wegfressen da oben? Statt mein armes Floß hier zu bombardieren, du Viech. Naja, jedenfalls... was haben wir da? Keine Ahnung. Was wollte ich jetzt machen? Stimmt, das Netz wollte ich jetzt da bauen. Den Netzwerfer wollte ich auch ausprobieren. So. Jetzt brauche ich noch Seile und ein paar Planken. So, habe ich hier noch irgendwo... Seile hätte ich da. Plank müssten hier noch welche, ja genau. Haben wir mehr als genug. Und einen Bolzen. Dann haben wir auch hier vorne drin. So, da tausche ich um. Das schmeiße ich weg. Das haue ich weg. So. Ah, Bolzen, jetzt habe ich eine Scharnier genommen. Entschuldigung, Bolzen. So, jetzt haben wir das hier schon mal. Das ist ein Kescher sozusagen, ne? Ja. Schaut so aus. Pfeile. Pfeile werden auch gut nachzubauen. Stein, Kunststoff, Blanke. Metallbahn. Metall-Arrow waren besser. Keine Frage. Also Metallpfeile, ne? Wird noch mehr Damage machen. Gut ausbalanciert. Aha. Ich habe die mit Steinspitze. Hilft ja fast nichts, ne? Oh. Du. Ja. Oh mein Gott. Wenn der so quiekt. Wow. Na gut, ich habe noch 20 Pfeile. Das ist ein bisschen wenig. Aber ich habe keine Planken mehr eigentlich. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ja. Das ist alles ein bisschen doof. Noch mehr Clipper möchte ich nicht machen. Ich habe echt überhaupt gar keinen Platz mehr. Hier noch ein bisschen. Gerade so. So und so. Jo. Dann essen wir noch schnell was. Und dann probiere ich nochmal mein Glück, ne? Wow. So, dann verknuspern wir gleich. Nehmen wir 3 Hähnchenkeulen. So. Und hier das Superl essen wir auch noch. So. Machen wir gleich ein neues. Alter, ich müsste jetzt echt... Warte. Ich brauche echt Rüben. Also, ich... Pff, ich muss da ernten. Das ist... Ich habe bald kein Gemüse mehr. So. So, dann ein paar Kartoffeln noch.
Wasser. Dann brauche ich natürlich mein Süßwasser. Nochmal Süßwasser. So. Du liebes bisschen. Und natürlich Salzwasser nachschütten. So, und hier drüben auch noch. Boah, das ist... Puh. Und dann müssen wir nochmal den Berg rauf, ne? Geh weg. So, dann machen wir das hier nochmal kaputt, die Vogelscheuche. In der Hoffnung, dass ich eine neue bauen kann. Da fehlen mir Trümmer, habe ich mir schon gedacht. Nix da. Jo. Das ist echt schon mühselig. Aber was hilft's? Nix hilft. So. Dann werden wir noch schnell meinen Eintopf kochen. Dafür brauche ich noch eine Kartoffel. So, dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Und dann nächste Runde. Na? So. Die Hähnchenkeulen. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen Fisch. Meine Güte. Ein bisschen Fisch braten. So. Das Viech nervt gewaltigst. Mhm. Macht sich schon wieder bereit. Es muss jetzt möglich sein, dass ich dieses Würstel treffen kann. Komm. Mistviech. Hol dir einen Stein. Unfassbar echt. Der Haifisch auch noch. Lass mich in Ruhe. Du Würstel. So. Nochmal den Bogen. Es wird wohl möglich sein, den umzuhauen. Hallo. Lästig. So, ich brate jetzt mal ein paar Kartoffeln. Weil ich muss jetzt schon fast mit dem Fleisch vorsichtig sein. Ah, er kommt. Da triff ich überhaupt nicht. Das ist halt echt nicht fair. Viel zu weit weg, ne? Ah, das ist halt echt ärgerlich. Ah je. Naja, was soll's. Ich glaube, ich mache mich nochmal auf den Weg. Netzwerfer möchte ich gerne mitnehmen. Ja. Netzwerfer. Vielleicht kann ich damit... Wo habe ich denn da hingetan? Ah, hier. Vielleicht kann ich ja damit das Viech fangen, statt es zu besiegen. Wäre ja mal ein Versuch wert, oder? Keine Munition. Oh Gott.
Da brauche ich Munition dafür. Was muss ich denn dafür? Ah. Ich dachte schon, da muss ich vielleicht das Sammelnetz damit befüllen. Oh, oh. Das heißt, ich habe einen Netzwerfer und kein Netz dafür, oder wie? Das muss ich erst lernen, oder was? Ja, ne? Netzkanister. Explosives Pulver. Okay. Heilsalbe mit einem Ei. Was kann man noch? Honig kann man klarerweise herstellen mit Honigwaben. Und Heilsalbe. Alter, da gibt's viele Dinge. Leder geht mittlerweile. Wolle. Ah, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, ne? Okay. Bicha. Das ist, glaube ich, dieses Gelee, oder? Das ist Bienengelee, oder? Oder Bienenhonig. Irgend sowas, ne? Na, Honig ist da. Ach, du Heilige. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie man explosives Pulver herstellt. Wahrscheinlich gibt es dafür auch irgendwo, irgendwann mal ein Rezept. Oder man kann es einfach so finden. Ja, das mit dem Netzwerfer kann ich mir schon sparen. Weißt du was? Den Netzwerfer, den haue ich derweil da rein. Zur Not muss ich halt jetzt erstmal unsere erste Ziege killen. Damit wir... So, die muss ich ernten. Kann ich gleich neu bepflanzen. Zur Not muss ich die erste Ziege hier mal killen, dass wir mal das Leder haben, ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die gnädige Leder geben kann. Das Spiel hier wird uns noch ganz schön lange auf Trab halten, fürchte ich. Also, meine ich. Jo. Gut, ich habe die Beeren jetzt immer noch mit. Die sollte ich mal hier weglegen. In den Obstbehälter rein. Alter, jetzt hätte er mich fast getroffen, ne? Das Viech. Und das hier ausnahmsweise werde ich hier so mal hinplatzieren, damit ich einfach mehr Platz habe. So mal. Ja. Und dann hoffe ich halt einfach mal das Beste, ne? Ja. Also eine Ziege kann ich damit mal nicht fangen. Aber vielleicht geht's ja... Vielleicht geht's ja mit was anderem. Warte, ich hau da noch schnell was auf den Grill. Weil wir gerade die Zeit haben. Ein Lachs wäre fein. Jo. Ein Lachs wäre fein. Alle 8. Ja, sicher. Warum nicht? So. So. Gut. Dann nochmal ab in die Fluten. So. Ab in die Fluten. Probieren wir unser Glück nochmal. Vielleicht habe ich Glück und ich finde noch irgendwo einen Dreck an. Das wäre sehr geholfen. Oder auch nicht. So. Dreck wäre echt geholfen, wenn es noch geben würde. So. Ah ja. Der Sturmschmeißer-Kordel ist schon wieder da.
Da quiekt er ja durch die Gegend. Ich habe mal absichtlich die Schaufel ausgerüstet. Vielleicht haben wir ja Riesenglück. Was bist du eigentlich? Ein Stein, glaube ich, ne? Ton, okay. Schrott nehme ich mal mit. So. So. Hüpf, hüpf. Dreck wäre halt echt fein. Was bist du? Für ein komisches Getier. Ah, da hinten haben wir noch was. Schau mal. Da hat jemand was gebaut. Platz habe ich, das ist gut. Einfacher Fisch, ein Topf. Planken, Bolzen, Scharnieren und so weiter. Ja, das ist okay. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen Dreck. Bitte. Ein Häufchen wird mir reichen. Fürs Erste. Wirklich, schwöre. Ah, das ist jetzt echt bitter. Das ist jetzt echt nicht wahr, oder? Ich habe keine Ahnung, was du bist, aber ich würde gern versuchen, dich zu fangen. Das ist ein komisches Viech, echt. Und Dodo ist es, oder? Boah, der ist aber echt schwer zum Fangen. Also ich will es mal mit dem Netz probieren. Es wäre doch ziemlich... Hä? Wo ist er? Hat er mich jetzt ausgetrickst? Ich glaube, ne? Ach, Dreck. Mir gelingt gar nichts. Das mit dem Schmutz ist halt echt gemein, ne? Als ob es auf der Insel da jetzt nur zwei Schmutzstellen gegeben hätte. Das ist halt mega, mega gemein. Mega gemein. Man hat halt auch ein Pech, ne? So. Was mache ich jetzt mit dem Vogel da oben? Oh, Schmutz. Da geht's noch weiter rauf. Oh, Schmutz. Ich habe Glück. Ich habe Schwammerl. Höllen. Höhlenpilz. Warte, ich muss was wegschmeißen. Ich werde mich für den Ton entscheiden. Hau den weg. Dafür nehme ich den Pilz mit. Ja, du kannst schon schimpfen. Das macht mir gerade nichts. Okay. Höhlenpilz mit H. Aha. Sehr gut. Jetzt kann ich die Wiese bauen. Das gefällt mir sehr gut. Gott sei Dank, Glück gehabt auch noch. So. Was mache ich jetzt mit dir, du Stinkstiefelviech? Hallo? Ei, wo sind sie denn? Kuckuck. Du komisches Viech. Der ist echt mehr wie komisch. Da weiß ich nichts drauf zu sagen bei dem Getier. Dann gucken wir mal, was wir da drüben noch haben. War ich hier schon oben? Ich weiß es gar nicht. Bäh. Nein. Hier war ich noch nicht oben. Ich habe keinen Platz mehr.
würde auch gern auf deinen Kopf rauffliegen können und deinen Stein raufschmeißen, echt. Du Ungustel. So ein unhöflicher Fatzke. Komme ich irgendwie rauf? Das wäre jetzt ganz gut, wenn das ginge. Ich glaube, ich bin hier auf der verkehrten Seite, ne? Wow. Ah. Na, geht schon. Ui. Wow. Au. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, eine Ananas. Oh, hoppala. Das ist echt übel. Aber da ist eine gute Position tatsächlich. Oh, der Part ist schon mehr als vorbei. Oje. Ach, na gut, ihr Lieben. Dann versuchen wir es im nächsten Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.